Samstagmorgen haben wir es. Kurz vor 6. Heute Morgen fahre ich rüber nach Wiesbaden bzw. Mainz-Kastell. Da setze ich wieder die Maschinen um auf die andere Seite. Raubebacke. Walze. Walzen. Ich denke mal, da bin ich bis 9 Uhr beschäftigt und danach weiß ich noch nicht, was es gibt. Müssen wir mal gucken. Fahr jetzt mal da runter, mach das mal und dann. Dann sehen wir, Entschuldigung, dann sehen wir, was im Anschluss passiert. Wir haben 7.15 Uhr. Normalerweise könnte ich jetzt links raus und könnte hier in dem Stau vorbeifahren, aber ich nehme mir einfach die Zeit, weil der Stau ist jetzt nur wegen den ganzen Rechtsabbiegern oder beziehungsweise die hier die erste Ausfahrt raus wollen. So ist es normalerweise. Sorry. Das läuft ja gut. Das läuft ja gut hier. Keinen einzigen Blinker. Frau im besten Alter. Was jetzt nichts heißen soll. Nichts Negatives. Hier habe ich glaube ich schon erwähnt, die Maschine nur wieder von der einen Seite der Baustelle einmal auf die andere Seite fahren. Läuft so weit nach rechts. Der lief die ganze Zeit wunderbar, aber jetzt hängt er voll nach rechts hier. Besser hängt nach rechts, als wie dass er nach rechts steht, ich weiß.
Planierraupe geladen, die 736. Zufahrt gemacht. Wenn du hier mit dem LKW durch sollst, kostet Reifen, glaube ich. Musst du genau treffen. Der ist. Ich glaube, ich fahre hier schon rein, ne? Ach komm. Nee, ich fahre außenrum. So, auch alles hier. Hier die Schaffußwalze nehme ich jetzt mit nach Hause. Wird hier nicht mehr gebraucht.
hatte ich die noch und dann. Jetzt haben wir 9:45 Uhr. Und ich habe schon meine vierte Ladung für heute. Ja, lade ich schnell. Und dann geht's. Ich denke mal nach Hause. Aber ich rufe nochmal an. Minuten nach 12 haben wir es. Ich bin auf dem Weg nach Otterbach an den Aldi-Markt. Ich habe die Schaffußwalze geladen. Bin ich jetzt da hin und dann habe unter der alten Bodenplatte haben wir jetzt riesengroße Fundamente gefunden. Und es gibt Riesenlöcher, die sind, weiß nicht wie groß. 5 Meter tief, weiß ich nicht. Auf jeden Fall müssen die raus und es muss ja dann wieder verfüllt werden. Ich denke, dafür ist die Bodenplatte, die Schaffußwalze dann da. So, eieiei, Tunnel am Stück. Spaß der Worte. Hier fahren jede Menge Sattelzüge von uns. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, ob ich überhaupt rein kann. Abladen. Aber es sehen wir gleich. Zur Not wäre noch hinten dran. Die Feuerwehr, zur Not bleibe ich dastehen. Am besten vor den Hallentoren.
bleibe ich blöd, ne? Ah, der steckt in dem Fahrzeug hier jetzt an. Gucken, ob das reicht. Sollte normal passen, dass ich hier durchkomme. Die Fan würde ich nur anmachen. Ne? So, ich werde mich einfach hier näher hinstellen. Ja, alles doof, ne? Bleib einfach mit drin stehen. Und wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Und wenn ich nicht fertig bin, muss halt gewartet werden. Genauso machen wir das. Direkt machen, ne? Weil es wieder allen frei. Genau so machen wir das. Auf dem Parkplatz. Apparat hier. Eine halbe Pause gemacht, hab jetzt abgesattelt. War gerade ein ganz lieber Zuschauer bei mir, der hat hier am 956 gearbeitet. Ich habe nicht nach deinem Namen gefragt. Auf jeden Fall, du weißt, wer gemeint ist. Ganz, ganz liebe Grüße an dich. Und schön, dass du dich auch mal vorgestellt hast. So, weit drüber, gucken, ob der Rampentieflader fertig ist. Da war in der Werkstatt, da war eine Luftleitung defekt. Und wenn der fertig ist, sattel ich auf. Dann fahre ich damit rüber nach Bickenbach. Und dort steht unser R39, einer unserer R39. Geht nicht, weil die Reifen durchdrehen. Weil er kein Kipp kriegt. Katastrophe. So, habe jetzt kurz gewartet. Jetzt kann ich in die Baustelle rein. Anders. Gucken, dass ich da vorne wieder an der Kreuzung rauskomme. Das gibt mir den Spaß. Wenn ich den Himmel so sehe, gehe ich auch mal davon aus, es wird gleich anfangen zu regnen.
der soll nach Trier. Ja, Trier. Zwar nicht mehr heute. Ich weiß nur, wenn ich den Bagger. Oder wenn ich. Quatsch. Wenn ich Trier in die Innenstadt oder durch die Innenstadt muss, ich fahre nicht mit diesem Tieflader. Definitiv nicht. Das tue ich mir nicht an. Wirklich, der läuft nach jeder Kurve. Läuft der anders. Ja, ich muss mir zwar keine Gedanken machen, ob ich irgendwas wegrasiere außen oder so. Der schert nicht weit aus. Ja, er läuft schon gut nach, aber er bleibt dann jetzt wieder. Jetzt ist er. Läuft der gute 10 cm rechts. Eigentlich. Ich weiß, der geht nach Trier morgen früh. Ich muss fragen, wohin. Und dann werde ich den heute Abend wahrscheinlich noch abladen. Weil mit dem Tieflader durch Trier durch mit Sicherheit nicht.
nicht, warum das jetzt so ist. Der lief die ganze Zeit, lief der eigentlich gut. Habe ich den dieses Jahr schon mal dranhängen gehabt? Ja, ich meine, ich hätte ihn einmal dranhängen gehabt, wie ich in Imsweiler am Tunnel den Bagger geholt habe. Da meine ich, wäre der einmal dran gewesen. Kamera wird sich gleich verabschieden, denke ich. Oh, ich halte es ein bisschen fest. Alter. Ach nee, 17 Uhr haben wir schon. 17 Uhr haben wir schon. Alter. Also richtig ist er. Ich kann nur nicht reinfahren. Weil ein Fahrzeug bescheiden gegenüber von der Einfahrt steht. Da ist erst ab 7.30 Uhr absolutes Parkverbot. Jetzt haben wir 6.13 Uhr. Ich hoffe, der oder die Person fährt ein bisschen früher fährt.
Hängebleibe oben. So. Oh, ich habe leer. Sorry, ich habe nicht gefilmt. Raus rückwärts, dann muss ich mal gucken, wie ich könnte einmal ums Karree fahren quasi. Schauen wir mal, was ich los fahre. Mal vorziehen. Geht.
1, ich bin zu Hause, mache aber noch keinen Feierabend, sattel gerade ab. Dreiachse auf. Den sattel ich auf, dann fahre ich noch mal rüber nach Alzey. Kann ich noch Walze, Bagger und Planierraupe laden. Also eins werde ich mit Sicherheit noch holen. Heute. Wie gesagt, Viertel nach eins, bis ich da draußen bin, geladen habe und wieder hier wäre oder je nachdem, wo die Maschine halt hingeht. Und dann würde ich gerne Feierabend machen. Ich kann noch tanken, was mich ein bisschen verwundert. Ich war heute Morgen halt voll gut. Ich bin heute schon 450 Kilometer gefahren. Aber ich habe einen guten halben Tank verbraten heute. Keine Ahnung. Kommt mir viel vor. Kommt mir viel vor. Eigentlich zu viel. Ich sehe nichts tropfen, ich sehe nichts laufen. Ding. Ja. Die 7:16 unsere kleine Planierraupe habe ich jetzt geladen. Die nehme ich mit nach Hause. Dann tanke ich gleich mein Auto voll, lad noch ab. Sattel um. Mach alles fertig für die Reise morgen früh. Hab ich eine Lust, da runter zu fahren, ehrlich. Ja. 10:50 abgeladen hier ganz rechts, ne, zwischen dem Radlader und dem Bagger rechts. Seht mir gerade oben das grüne Eck vom Dach. Die Raube hingestellt. Ich sattel jetzt noch um. Mein Fahrzeug noch ein bisschen sauber. Dann geht's morgen auf die große Fahrt. Manchmal ist es ja schön, ne? Aber ich hab echt keine Lust für das zu fahren. Ich warte ja immer noch auf das große Wunder, dass die Absage kommt. Mal in Landstuhl, ja, würden zwei identische Bagger stehen. Einer oder zwei. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Müsste also nicht unbedingt runter nach München fahren und dort einen Bagger holen für hierher nach Bad Kreuznach.
Aber das sind andere Dinge, die versteht der normale LKW-Fahrer. Für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat wieder etwas Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. Bis denn. Bleibt gesund, habt Spaß. Haut rein. Macht nichts, was ich nicht auch machen würde.